Dieses Werk aus dem Kupferstichkabinett ist eine Ölmalerei auf Papier von Jakob Gensler. Dieses Mädchen mit dem Papagei weist auf der Rückseite sehr viele Spuren seiner Herkunft auf, die wir uns genauer anschauen wollen. Ziemlich unscheinbar in der linken unteren Ecke ist eine Bleistiftsignatur aufgeschrieben. Es ist eine Nummernfolge Z44272. Historische Nummern auf Grafiken können Maßangaben, Jahreszahlen, Lagernummern oder eben Inventarnummern sein. Die Entschlüsselung dieser Nummern gelingt häufig nur, wenn man das dazugehörige Verzeichnis hat oder wenn man den Erwerbungskontext zu dem Kunstwerk kennt. In diesem Fall ist der Zusammenhang mit dem Werk der sogenannte Sonderauftrag Linz. Adolf Hitler plante in Linz an der Donau sein sogenanntes Führermuseum und die Galeriedirektoren Hans Posse und später dann Hermann Voss waren in seinem Auftrag tätig, Kunstwerke zu beschaffen. Ein großer Teil dieser Kunstwerke stammte aus beschlagnahmten jüdischen Sammlungen. Sie wurden also ihren Eigentümern entzogen oder diese mussten sie unter Zwang verkaufen. Und so war es auch bei diesem Blatt von Jakob Gensler. Der Eigentümer war der Chemnitzer Kunstsammler und Mäzen Karl Heumann, was auch der rückseitig aufgebrachte Sammlerstempel in Form einer Blüte bestätigt. Karl Heumann war nach den Rassegesetzen von 1935 als jüdisch eingestuft und nur die Ehe mit einer nichtjüdischen Ehefrau und die Fürsprecher in Chemnitz sorgten dafür, dass seine Sammlung zunächst dem Zugriff der NS-Behörden entzogen blieb. Mit dem Tod der Ehefrau Anfang 1944 entfiel dieser Schutz und das ist auch der Zeitpunkt, zu dem das Werk mit zwei weiteren an das Kunstantiquariat Börner eingeliefert wurde, von wo aus es für den Sonderauftrag Linz erworben wurde und diese Inventarnummer bekam. Als faire und gerechte Lösung für diesen NS-verfolgungsbedingten Entzug kam es 2020 zur Restitution der Werke an die Familie Heumann. Und die Übergabe dieser Blätter erfolgt in einem nächsten Schritt.